aus, weil hier halt auch Rufsymbole sind. Sanftmütiger Pate, das ist ein NPC, den rufen wir, damit unsere Quest so weitergeht. Keeper, ich glaube, ein Keeper ist einfach nur ein Kumpel oder so, den rufen wir auch mal. Klucken, ob das klappt. Eben gucken, Phantom wird gerufen. Klappt das? Jawohl, Keeper klappt auch. Eben winken. Was ist da los? Wo rennt der? Okay, er hat keinen Bock auf uns. Dann gehen wir durch den Nebel. Alles klar. Oh, ein Boss. Okay. Oh. Könnt mir jetzt gerne mal schreiben, wo bei dem Typen das Auge und wo der Mund sein soll. Das weiß ich nicht. Oh, das macht Damage. Das macht Damage. Ja, okay. Ja, okay. Das halte ich noch aus. Oh! Ah, gerade noch entkommen. Er ist gerade ein bisschen wütend, wie mir scheint. Oh, ah, das hat weh, das hat weh. Wir müssen ganz schnell mal eben hier weg. Und mal eben was trinken. Alles klar. Alter, kann er nicht mal aus der Ecke da rauskommen? Wir müssen schon wieder was trinken. Und mal eben gucken, ob der Pfeil da mehr Damage macht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah, wir können nicht mehr trinken. Wir können nicht mehr trinken. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt, weil Pate wurde besiegt. Und so hat es letztendlich eigentlich auch nichts gebracht mit dem Rufen. Weil er müsste eigentlich überleben, damit die Quest sozusagen weitergeht. Und das hat er ja jetzt, wie bekanntlich, nicht gemacht. Übrigens steckt gerade der Riese mit seinem Arm auf uns. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Gay fucker Noob. Das gibt's doch nicht, Alter. Gibt es nicht. Müssen wir irgendwie nochmal machen. Das war wieder lebendig. Weil ich will den Pate gerne nochmal haben. Aber war schon knapp der Kampf. Können wir noch keinen rufen? Nee, klappt nicht. Okay. Dann fahren wir wieder hier runter. Gucken uns den Salamander da unten an. Wo ist er denn? Da war der. Da ist er. Alles klar. Da weiß ich auch noch nicht, wie wir da überhaupt irgendwie hinkommen sollen. Pate wartet schon auf uns. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Da ist der Pate.
Da ist er ja. Ja, da ist er ja. Ja. Ja, fein. Alles klar, dann komm. Let's go. Here we go again. Der letzte Riese. Eben unsere Seelen aufnehmen. Wenn ich getankt bin, klappt das eigentlich. Zwar auf Dauer ein bisschen langweilig, aber es müsste klappen. Oh, wow, wow, wow. Wenn er so rastet, das mag ich gar nicht. Das mag ich dann gar nicht. Okay. Wieder aufpassen, dass der Fuß uns nicht erwischt. Nein, 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 nein. Oh, ich bin noch ausgewichen. Oh, er schlägt wieder. Okay, jetzt reißt er sich, glaube ich, den Arm aus. Schlägt mir den Arm auf uns ein, okay. Jetzt tritt er wieder. Die Monster haben immer ziemlich viele... Oder jedes Monster hat eigene Mechaniken. Und wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Jetzt kriegen wir einmal Seele des letzten Riesen. Und Soldatenschlüssel. Gut darüber nachdenken und dann wieder hier. Okay. Okay. Ja gut. Soldatenschlüssel. Kann man den hierfür verwenden? Nein, das ist verschlossen. Ah, oben die Tür bei den... über dem Händler gerade eben. Da könnte man den vielleicht für verwenden. Muss ich gleich mal eben ausprobieren. Und gucken, ob das klappt. Okay, was machst du denn hier schon? 1, 2 und 3. Hochklettern. Aber wir werden jetzt erstmal auf Leveln gehen. Denn wir haben momentan ziemlich viele Seelen. 8.771 Seelen sind schon nicht ohne. Da kann man gerne mal aufleveln gehen. Okay. Träger des Fluches, bla bla bla. Vitalität, Ausdauer, was machen wir denn? Wir machen, würde ich sagen, einmal so, so, so. Ja? So und nochmal Geschicklichkeit. Alles klar. Machen wir einfach mal. Als andere brauchen wir momentan nicht. Und ja. Machen wir einfach. 81, damit können wir eigentlich keine Pfeile kaufen. Dann reisen wir mal wieder dahin. Und schauen, was die Zukunft so bringt, ne? Ja. Oh! Little Penis, okay, alles klar. Die Frau da ist weg. Die Frau da ist weg. Und hier... Soldatenschüssel benutzt, klar klappt das. Hier ist doch 100% irgendwo ein Gegner. Da. Ich wusste es doch. Aber jetzt liegt er da irgendwo steht. Handaxt und schimmernder Lebenstein. Eben gucken. Handaxt. Hatten wir ja schon skaliert, gar nicht mit Geschicklichkeit. Irgendwo noch eine Kiste oder so. Sieht... Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Bei den ganzen braunen Kanistern und so. Kleiner Lederschild und Reparaturpulver. Kleiner Lederschild. Ist nicht besser. Okay.
Okay. Gibt's hier irgendwo einen versteckten Gang? Nee. Dann benutzen wir einfach mal das Ding hier. Sieht gut aus. Estus Falcon, Scherbe und kleiner weißer Symbolspeckstein. Alles klar. Und hier drauf ist doch auch ein Item. Okay, haben wir nicht erreicht. Komm, versuchen wir nochmal. Macht mal nix. Versucht man einfach nochmal. Das versucht man einfach nochmal. Einfach nochmal. Aber muss gleich echt mal gucken, wo es dann hier weitergeht. Alles klar. Göttlicher Segen. Ich würde sagen, in diesem Gebiet sind wir erstmal fertig. Und wir gehen dann ein bisschen weiter. Alles klar. So, Majula. Das Einzige, was mir jetzt auffallen würde, wäre diese Villa da. Keine Ahnung, was das auf sich hat. Und hier dieser kleine Gang da. Wohin geht's hier eigentlich? Haben wir das eigentlich irgendwann schon mal herausgefunden? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, haben wir nicht. Haben wir Knochen? Okay. Was ist das? Knien. Nee, machen wir bitte nicht. Weil Eider, die, keine Ahnung, die bewirken hier relativ viel und ich will da nichts versauen. Wenn man den Eid leistet, dann mögen die einen nicht. Und wenn man den Eid leistet, dann mögen die einen nicht. Und das wäre dann nicht so geil. Und du kriegst jetzt erstmal, ey, sprich mit mir. Diese Scherbe, die kannst du gerne haben. Die brauche ich nicht mehr. Du kannst ja mehr mit anfangen. Jetzt haben wir schon 3 Essensflakons. Und dann gehen wir den Gang da einfach mal runter. Ne? Ja. Bin ich mal gespannt, wohin er so richtig führt, weil wir sind ja da einmal hergegangen. Und wir haben eigentlich nichts gesehen. Weil hier links war dann die Truhe. Da, genau. Hä? Was soll denn hier sein? Oh! Ich guck. Ich stehe hier oben so, will so nach unten gucken, ne? Ob da unten irgendwas ist. Ich sehe hier oben so einen Riesenschalter. Und ziehen. Alles klar. Ziehen wir den. Und erkunden hier unten diese Welt. Okay, hier sind schon einige gestorben. Hebel. Ah, hier ist der Hebel also für das wieder aufzumachen. Alles klar. Hier ist ein Gegenstand. Zerbrochene Diebeschwert oder was war? Ich weiß es nicht. Gerade Schwert? Ne, Diebeschwert. War echt Diebeschwert? Nichts skaliert mit Dingsbombs, ne? Mit Geschicklichkeit. Unglaublich. Unglaublich. So. Schön mal eben Luft abgelassen. Heides Flammenturm. Sieh mal eine an. Und sieh da hinten direkt schon Feuer. Da will ich direkt mal hin. Einfach den Gegner ignorieren. So. Meinetwegen können wir jetzt kämpfen. Komm her. Komm her. Alles klar. 3 Angriffe. Combo.